Ja, liebe Freunde, das verrückte Corona-Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Es ist Zeit für ein Resümee. Im ersten Teil möchte ich mal über die abgebrochene Kreuzfahrt berichten und im zweiten Teil dann über unser Bootsleben, über Bootsfahrten in diesem Sommer und im Herbst, wie es auch mit unseren Urlauben gelaufen ist. Ja, im ersten Teil, wie immer, wollten wir im März den Winter verkürzen und auf eine Kreuzfahrt gehen. Das war lange geplant. Dieses Jahr wollten wir nach Dubai fahren. Und wir hatten uns aber lange dagegen gesträubt, weil im Persischen Golf ja viele Tanker angeschossen wurden. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass wir da in so eine Art Krieg reinkommen. Und haben deshalb lange nicht gebucht. Ende November war es dann soweit. Unsere Freunde hatten schon lange gebucht. Wir haben danach gebucht, damit nachher nicht alle Kabinen weg sind. Das hatte sich ja etwas beruhigt und so haben wir uns dann auf die Kreuzfahrt auch gefreut. Wir sind dann an unserem Hochzeitstag noch mal eine Woche nach Ägypten über Silvester geflogen. Das war auch noch alles ganz normal. Da hat man auch noch nichts bemerkt. Im Januar sind wir dann wiedergekommen und es war relativ ruhig. Ende Januar konnten wir auf die Bootsmesse gehen. Das war auch noch alles ganz normal. Und dann im Februar fing es dann so langsam an, etwas komisch zu werden. Dann kamen ja die ersten Fälle so auf. Ja, aktuell sah man immer noch so, das ist nur so temporär, das betrifft uns eigentlich gar nicht. Da kommt einer, steckt sich an, alles ist gut. Und es wurde nur leider immer schlimmer. Als dann das erste Schiff auf einmal in Quarantäne vor Anker lag, da wurde uns doch etwas mulmig und wir haben schnell noch von Innenkabine auf Balkonkabine umgebucht. Normalerweise reicht uns eine Innenkabine. Ich schlafe gerne dunkel und den Balkon brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, und es wurde dann eigentlich immer von Tag zu Tag schlimmer. Und wir hatten allerdings auch die Flüge extra gebucht und nicht über TUI, um die besseren Flüge zu kriegen. Und ein Rücktritt zu dem Zeitpunkt wäre schon extrem teuer geworden für uns. Und wir hatten dann so nach und nach gehofft, dass TUI dann vielleicht die Reise doch noch absagt. Aber es ist nichts passiert und auch in der Woche vor unserem eigentlichen Flug, die Woche war auch noch ganz normal bei TUI und deshalb sind wir auch guten Mutes dann geflogen. Zwar schon mit einem mulmigen Gefühl, aber dennoch hatten wir die Hoffnung, dass einigermaßen alles läuft. Die größte Angst für uns war eigentlich, dass wir in Quarantäne müssen. Ansonsten war Corona für uns noch ein ganzes Stück weit weg zum damaligen Wissenszeitpunkt. Aber als wir am Flughafen ankamen in Düsseldorf, da sah man schon an der Anzeigentafel, dass alles etwas anders war. Also normalerweise sind die Anzeigentafeln voll und hier, ja, waren nur ein paar Flüge gekennzeichnet. Ja, wir stehen hier am Düsseldorfer Flughafen. Gleich geht's nach Dubai auf mein Schiff. Und ja, wie ihr seht auf der Tafel hinten, die Tafel ist quasi leer. Das heißt, kaum Flugzeuge gehen hier von Düsseldorf heute weg. Normalerweise ist die Tafel voller Flieger, die von hier aus wegfliegen. Der Vorteil für uns ist, unser Mittelplatz bleibt wahrscheinlich frei und es wird ein relativ angenehmer Flug. Wir haben dann den Flug gut absolviert. Das war toll. Das war überhaupt kein Problem. Es war ein Nachtflug. Allerdings wurde uns dabei die Nacht geklaut. Durch die Zeitverschiebung sind wir dann morgens in Dubai gelandet. Ich habe so gut wie nicht geschlafen. Wir sind dann morgens ins Hilton Dubai Creek gefahren. Das liegt genau zwischen Flughafen und dem Cruise Port, sodass es eigentlich auf der optimalen Strecke lag. Das ist ein super Hotel. Wir hatten ein Riesenzimmer. Da muss ich sagen, das ist ein Marina Bay Sands Hotel. Das Zimmer war nicht besser. Das hatte auch einen gemütlichen Pool und mit einem super Blick über Dubai. Das war zwar nicht so modern wie der Infinity Pool in Singapur, aber auch sehr schön. Das kann ich nur empfehlen. Wir hatten einen wunderbar entspannten Nachmittag dort gehabt. Und von all den Problemen haben wir zu dem Zeitpunkt nichts mitgekriegt. Am nächsten Morgen sind wir dann aufs Schiff gefahren. Da war noch alles relativ normal. Es war nicht voll, es war nicht anstrengend. Wir sind gut aufs Schiff gekommen. Es wurden auch gar nicht so viele Fragen gestellt. Auf dem Schiff, das Einzige, was sich geändert hatte, war die Abfahrtzeit.
Wir sind statt nächsten Tag mittags, sind wir erst abends losgefahren, sodass wir noch einen ganzen Tag Dubai hatten. Das gab mir die Chance, im Dubai Aquarium zu tauchen. Das war auch ein super Erlebnis. Das hätte ich sonst nicht machen können zeitlich. Abends sind wir dann ganz normal losgefahren mit dem Schiff. Alle haben sich gefreut. Es sollte auf eine Insel gehen. Dort sollten wir per Boot ausgeschifft werden, also tendern. Und es sollte einen Grill am Strand geben. Ja, am nächsten Morgen sind wir aufgewacht. Und es war keine Insel in der Nähe. Wir waren mitten auf dem Ozean. Und dann kam auch schon die Durchsage des Kapitäns: kein Anlegen an der Insel, alles gesperrt. Wir sind auf dem Weg zurück nach Dubai. Ja, leider war der Hafen in Dubai voll, sodass wir mitten auf dem Ozean stehen bleiben mussten. Die schlechte Nachricht war, eventuell müssen wir die ganze Woche auf dem Ozean rumdümpeln. Und die gute Nachricht war dann, nach zwei Tagen, Seetagen, war dann doch so weit, dass wir zurück nach Dubai konnten. Das heißt, wir haben zwei Seetage verbracht. Das Grillen wurde auf dem Schiff nachgeholt. Statt Barbecue am Strand gibt es heute Barbecue in der Arena. Eigentlich war alles super, bis auf die Ungewissheit. Nach zwei Tagen haben wir dann in Dubai angelegt und dort verlief alles ganz normal. Wir haben unseren Ausflug, den wir eigentlich in Abu Dhabi haben wollten, in Dubai nachgeholt. Sind von Dubai nach Abu Dhabi gefahren, haben die Moschee besucht, haben alles gesehen. Wir sind mit dem Taxi am nächsten Tag durch Dubai gefahren, haben uns vieles zeigen lassen. So, wir sind hier in Dubai Marina. Ein Hafen mitten unter Wolkenkratzern. Das ist der Strand neben dem Burj Al Arab. Ich glaube, wir müssen ein paar Jahre später hier noch mehr herkommen. Hier wird gerade richtig gebaut. Wir sind hier auf der Palm, wo das berühmte Atlantis Hotel steht. Wir waren im Goldzug. Das alles in Gold, das hat schon richtig seinen Wert. Wir waren überall eigentlich gewesen. Das einzige Ärgerliche war, am letzten Abend wollten wir noch auf den Burj Khalifa rauf. Unsere Freunde konnten am Tag zuvor noch drauf. Und der Burj Khalifa war aufgrund von Corona gesperrt. Wir mussten nach einer Woche dann leider die Kreuzfahrt abbrechen. TUI hat dann gesagt, dass Dubai am Montag die Häfen sperrt und unsere Kreuzfahrt nach einer Woche beendet ist. TUI hat dann für alle Rückflüge gesorgt. Ich hatte dann noch gedacht, wir könnten ja noch eine Woche in Dubai bleiben, aufgrund unseres Rückfluges, den wir ja extra gebucht hatten. Doch nachdem wir so die Nachrichten von Freunden und so mitbekommen haben, was in der Welt passiert, habe ich dann doch kalte Füße gekriegt und wir sind zurückgeflogen. Und das war auch gut so. Andere Freunde wurden nach zwei Tagen ausgeschifft in Bangkok und mussten blitzartig zurück. Andere Freunde sind drei Wochen auf dem Schiff gefahren, an schönsten Stellen angelegt und durften nirgendwo von Bord und mussten zurück mit dem Auswärtigen Amt ausgeflogen werden. Von daher hatten wir eigentlich noch richtig viel Glück. Ich muss sagen, die Kreuzfahrt war so, als hätten wir eine Woche Kreuzfahrt gebucht mit zwei Seetagen und hatten ansonsten wenig Einschränkungen. Alles ist eigentlich relativ normal verlaufen. Von daher können wir eigentlich noch froh sein. Für die zweite Woche haben wir alles Geld zurückgekriegt. TUI hat sich total kulant angestellt. Da kann ich nur sagen, Daumen hoch. Alles war perfekt. Die haben für unseren Rückflug gesorgt und haben uns alle Kosten erstattet soweit. Also wir können eigentlich nicht meckern. Ja, als wir von der Kreuzfahrt zurückkamen, da hatte sich die Welt total verändert. Innerhalb dieser Woche, wo wir auf dem Schiff waren, ist hier der Corona von 0 auf 100 hochgegangen. Als wir losgeflogen sind, war die Welt noch halbwegs in Ordnung. Und als wir in Düsseldorf wieder ankamen, oder besser gesagt, wir sind ja in Hannover angekommen und mussten dann mit dem Auto noch zurückfahren, war die Welt in Chaos gestürzt. Eigentlich sollte dann unsere Bootssaison losgehen. Es war ja Ostern stand vor der Tür. Und Holland hat dicht gemacht und wir hatten eine 72-Stunden-Regel. Länger durften wir uns nicht in Holland aufhalten, ohne hier in NRW in Quarantäne gehen zu müssen. Und keiner wusste, ob die Brücken und die Schleusen geöffnet wurden in Holland. Und wir hatten etwas, ein mulmiges Gefühl. Wir wussten auch nicht, kann man sauber über die Grenze fahren, wird man angehalten oder nicht.
Und so haben wir statt Ostern das Boot zu überführen, sind wir Ostern erstmal einen Tag nach Holland gefahren, um mal zu testen, wie die Lage so ist. Und es war schon gruselig, auf der A3 zu sein, zwischen Oberhausen und Arnheim, und quasi das einzige Auto zu sein und dann nach Holland reinzufahren und niemand ist da. Wir haben uns dann so erkundigt. Eigentlich alles war normal. Die Sanitäranlagen in den Häfen waren allerdings zu. Viele private Häfen waren zu. Aber die offiziellen öffentlichen Häfen, die waren auf. Und man konnte also in Holland Boot fahren. Wir haben dann, als wir zu Hause waren, haben wir uns dann wieder erkundigt. Wir haben verschiedene Stellen in den Niederlanden angerufen. Die Rijkswaterstaat, um dort zu erfahren, ob die Brücken geöffnet werden oder nicht. Weil die hatten ja die Winterzeiten bis zum Sommer verlängert. Aber zu normalen Tageszeiten wurden die Brücken geöffnet. Alle haben gesagt, ja, kein Problem, Brückenschleusen werden geöffnet. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Und so haben wir uns dann Ende April entschlossen, doch unsere Boote zu überführen. Wir sind dann mit Peter und Petra, mit zwei Booten dann von Herrenveen nach De Klink gefahren. Die Brücken haben sofort geöffnet, das war überhaupt kein Problem. Wir sind dann am ersten Tag bis Lemmer gefahren, auch kein Problem. Wir konnten dort im Hafen liegen, haben unsere Hafengebühren bezahlt. Peter hat sogar dort tanken können. Allerdings waren die Sanitäranlagen zu, aber wir sind ja auch Tag auf unserem Boot, hatten eigenes Essen auf dem Boot. Wo kann man besser in der Quarantäne sein als auf dem eigenen Boot? So war das alles überhaupt kein Problem. Am nächsten Tag sind wir dann nach De Klink, auch die Brücken dort und Schleusen haben geöffnet, sodass wir nach zwei Tagen in De Klink waren, unser Boot abstellen konnten, haben ausgeladen und sind dann zurück nach Deutschland. Und damit war unser Boot schon mal da, wo es sein sollte. Und es war jetzt jede Woche möglich, nach De Klink auf unser Boot zu gehen. Toiletten waren zu die ganze Zeit, klar. Wir haben, um auch die lokalen Restaurants zu unterstützen, haben öfters Essen aus dem Restaurant uns bringen lassen oder selbst abgeholt, weil die Restaurants selber waren zu. Es war ja Lockdown. Aber es war jederzeit möglich, nach Holland reinzukommen. Viele haben mich gefragt, kommst du überhaupt über die Grenze? Aber die Grenze zu den Niederlanden war zu keiner Zeit geschlossen. Das heißt, für uns war es eigentlich eine ganz normale Bootssaison. Wir waren jede Woche Ende auf dem Boot und ohne Probleme. Und natürlich musste man ein bisschen vorsichtig sein, ganz klar, Abstand halten, keine Frage. Und das wurde dann auch so über die Monate besser. Und unser Urlaub im Juni stand an. Da wollten wir ja auf die Insel fahren. Die Insel war noch geschlossen. Aber kurz vor unserem geplanten Urlaub wurden auch die Inseln Terschelling und Lieland und Texel geöffnet, sodass auch unserem Juni-Urlaub nichts im Wege stand. So sind wir dann mit Frank und Claudia zwei Wochen im Juni in Urlaub gefahren. Wir sind zuerst über Lemmer gefahren. Dort haben wir das erste Mal in der Stadt liegen können, direkt in der Stadt, ohne Inspection gehen zu müssen. Wir durften noch nicht mal Inspection gehen. Das war Premiere. Dann sind wir weiter nach Sneek gefahren. Dort hat man die Hafengebühr auf sehr merkwürdige Weise bezahlt, mit Abstand. Das war auch sehr lustig. Kartenzahlung in Corona-Zeiten. Von Sneek sind wir weiter nach Leeuwarden. Dort haben wir dann keine 7 Euro an der Stadteinfahrt bezahlen müssen. Und am Hang, wo wir gelegen haben, kam sofort die Hafenmeisterin und hat abkassiert. Von dort ging es dann weiter nach Harlingen. Dort fing es an zu regnen und statt im Innenhafen sind wir dadurch sofort in den Außenhafen gefahren. Die Schleuse war gerade auf. Das war natürlich furchtbar eng in der Schleuse und sind dann in den Außenhafen. Dort habe ich noch nie so schlechten Strom gehabt. Wir mussten selbst den Warmwasserboiler abstellen, sonst wäre die Sicherung immer wieder rausgeflogen. Von Harlingen aus ging es dann weiter nach Terschelling. Dort musste man auf Corona auch immer abwechselnd Heck, Bug anlegen, direkt an der Mauer. Und da war ich im ersten Moment etwas überfordert mit dem Anlegen und musste noch eine extra Runde drehen, bevor ich verstanden habe, was ich machen musste. Das ging dann auch. Weiter ging es dann nach Lieland. Dort haben wir den kurzen Weg genommen, den wir auch so noch nie genommen haben.
Und da hat man teilweise gedacht, wir fahren über Grund. Aber auch dort war es ohne Problem, einen Platz zu kriegen. Da lagen wir direkt am Deich, das war auch wunderschön. Leider haben wir dann Texel nicht mehr geschafft und sind dann zurück über Kornwälder Sand nach Hindelopen. Auch ein sehr schöner Ort. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzufahren. Tolle Restaurants, toller Hafen, wirklich wunderschön. Von Hindelopen ging es dann nochmal über Irk, wo wir dann im Blue essen waren. Ein toller Japaner, der sich auch lohnt. Und ja, in der letzten Etappe dann ging es nach Hause, nach De Klink. Und dort hat uns dann unser linker Motor verlassen. Und den habe ich dann auch nicht mehr angekriegt. Und ja, mit einem Motor dann zurückzufahren, war nicht so einfach. Weil bei wenig Gas ging es noch, aber ab einer bestimmten Menge Gas hat das Boot immer in eine Richtung weggedreht, dass man das nur mit Bugstabruder gerade halten konnte. Am Ende war es ein verstopfter Benzinhahn, der dafür gesorgt hat, dass wir nun mit einer Maschine fahren konnten. Alles in allem war das trotz allem ein schöner Urlaub. Wir konnten überall essen gehen, mit ein wenig Abstand. Und es wurde von Tag zu Tag eigentlich weniger drauf geachtet. Man musste sich natürlich immer anmelden und seine Adresse und Telefon hinterlassen, aber die Einschränkungen waren wirklich akzeptabel. Nach dem Urlaub sind wir dann weiter noch immer nach De Klink gefahren. Das war auch immer schön, weil auch da waren die Regelungen nicht mehr ganz so streng. Mal waren die Toiletten auf und dann wurden sie wieder geschlossen. Das war nicht so ganz durchgängig. Aber weil es so schön war und alles gut geklappt hat, haben wir gesagt, okay, Ende August fahren wir noch mal eine Woche. Wir hatten ja Texel noch nicht erreicht aufgrund der Zeit und da hat man gedacht, wir fahren noch mal nach Texel. Sind dann auch losgefahren Ende August und ja, etwa miese Turnplanung und sich darauf verlassen, dass alles so ist wie immer. Die neue Schleuse war plötzlich in Betrieb, wo man vorher noch durchfahren konnte. Und ja, wir kamen freitags um 4 Uhr dort an, weil wir die erste Etappe noch machen wollten. Und um 4 Uhr machen die genau 2 Stunden Pause während der Woche. Und da hatten wir keine Lust, bis 6 zu warten, dann hätten wir unser Etappenziel abends nicht mehr geschafft. Und das Eismeer wurde auch immer unruhiger. Wir sind dann zurück nach De Klink. Gut, Heimathafen, wir kommen zurück. Und dann beraten, was tun wir. Nächsten Tag erneuter Versuch. Aufgrund der Sturmwarnung Mitte der Woche wurde es ja eher kritischer und deshalb haben wir uns dann entschlossen, Richtung Amsterdam zu fahren und den Sturm dann in Amsterdam abzuwarten. So sind wir dann losgedüst Richtung Huizen. Dort wollte man uns nicht. Der Hafenmeister hat uns erstmal machen lassen, hat sich daneben gestellt und nachdem Frank dann stand, dann wurde er ein bisschen frech und ja, dann sind wir wieder gefahren und sind dann nach Almere. Und Almere war natürlich schon sehr spät dran, haben gerade noch so im Päckchen den letzten Platz gekriegt, den uns der Hafenmeister gnädigerweise noch zugewiesen hat. Dieser war allerdings sehr nett. Und direkt in Almere gibt es eine wunderbare Restaurantzeile, wo man alles essen kann, was man möchte. Wir haben uns dort auch wieder für einen Japaner entschieden. Und hinter der Häuserzeile ist gleich eine riesige Einkaufsstadt. Das glaubt man gar nicht. Da kriegt man alles, was man braucht. Das ist ideal zum Shoppen. Also wer da einen Tag verbringen will, das ist wunderbar. Man muss dort nur früh da sein, weil man sieht, morgens früh um 8 Uhr gehen die ersten schon raus. Und dann wäre es schon gut, wenn man irgendwann am Vormittag dort anlegt, um einen guten Platz zu kriegen. Weiter ging es dann von dort direkt nach Amsterdam. Und das war auch eine schöne Fahrt. Man merkte allerdings schon, dass der Wind immer stärker wurde. Und wir haben uns für dieses Jahr den Zixhafen ausgesucht. Und weil das war früher immer ein Schauspiel, wenn dann alle Gänge, alle Zufahrten mit Booten zugeparkt wurden abends. Und wir haben im Zixhafen einen wunderbaren Platz bekommen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es abends zwar voll war, aber die Gänge immer noch frei waren. Es war, die Boxen waren gut gefüllt, aber mehr ist nicht passiert. Wir haben dann von dort aus immer die Fähre genommen nach Amsterdam. Das war sehr schön. Wir waren dort im Lütje essen.
Das ist hinter dem Bahnhof, da gibt es super Steaks. Und das ist das gleiche wie in der Marina Amsterdam, das ist eine Kette. Und ansonsten sind wir auch durch Amsterdam gelaufen, haben auch dort einige Restaurants besucht. Das war grundsätzlich alles sehr schön. Und nachdem der Sturm vorbei war, dann sind wir auch wieder langsam zurückgefahren Richtung Heimat. Die erste Etappe war dann Spakenburg. Dort haben wir auch weit draußen an der Karte einen Platz gekriegt und mussten dann ein ganzes Stück laufen, um in die Stadt zu kommen. Dort waren wir abends Fisch essen und dieser Laden hat auch einige Zertifikate und das war auch sehr nett. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Harderwijk. Dort haben wir an der neuen Anlegestelle gelegen, an dem neuen Hafen. Das war auch toll. Ja, und da war es dann nicht so weit zum Essen. Wir sind dann nur durch die Stadtmauer durch und dahinter lag gleich die Pizzeria, wo wir schon einige Male waren. Allerdings war diese recht voll und in der Corona-Zeit haben wir uns da nicht so wirklich hundertprozentig wohl gefühlt und waren dann auch froh, als wir da draußen waren. Das fand ich also schon nicht mehr so optimal. Da hat man also schon keine Rücksicht auf Abstände mehr genommen. Aber das war der letzte Abend. Und am nächsten Tag ging es dann nur noch Richtung De Klink. Und dann sind wir nochmal richtig schnell gefahren. Das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Die Durchfahrt durch die Welle sieht von außen gar nicht so schön aus. Im Boot hatten wir das Gefühl, hier, wir kippen um. Und dann war auch diese Woche wieder vorbei. Der ganze September war dann, ja, normal, würde ich sagen. Auch da waren wir fast jedes Wochenende an Bord. Man merkte aber da schon, dass es so langsam kälter wurde und dass die Sommertage vorbei waren. Bisher war das Corona-Jahr soweit gut. Alle Urlaube haben super geklappt. Wir waren natürlich sehr viel allein auf dem Boot, hatten keinen Besuch gehabt, weil das nicht erlaubt war. Wir hätten zwar ein Pärchen empfangen dürfen, aber die Corona-Regeln auf dem Boot einzuhalten mit Abständen ist nicht so einfach. Da haben wir dann locker drauf verzichtet. Wir waren, glaube ich, nur ein einziges Mal zum Ankern mal draußen. Ansonsten haben wir eigentlich nur die zwischen den Urlauben die Zeiten im Hafen verbracht. Aber das war auch sehr schön. Ich habe viel gearbeitet, viele Änderungen gemacht, die auch in verschiedenen Videos zu sehen sind. Im Sommer war ich zwischendurch mal tauchen. Da gibt es auch Videos von. Von der Tour in Ägypten gibt es einige Schnorchelvideos, die man sich angucken kann. Ja, und dann kam so langsam der Oktober und das wurde hier wieder schlimmer. Zuerst wurde Nordholland zum Risikogebiet erklärt. Und da haben wir noch gedacht, okay, wir sind in Flevoland und Friesland. Ist alles nicht so schlimm. Dann war es plötzlich Südholland und dann war es plötzlich ganz Holland. Und dann gab es keine 72-Stunden-Regel mehr, sondern nur noch die 24-Stunden-Regel. Das heißt, die normalen Wochenenden waren damit erledigt. Da haben wir überlegt, was machen wir jetzt, wie gehen wir da vor? Und wir haben uns dann für die anstrengende Tour, für die Ochsentour entschieden. Am Wochenende davor sind wir mit zwei Autos nach Holland, nach Herrenveen, haben dort Marinas Auto stehen lassen und sind dann zurück nach De Klink, haben unser Boot ausgeräumt, all das, was wir mit nach Hause nehmen wollten und den Motor haben wir mitgenommen noch. Und sind dann wieder zurück nach Deutschland, das alles an einem Tag. Und am nächsten Wochenende wurde es dann spannend. Wir sind dann früh morgens, samstags, nach De Klink, sind dort aufs Boot, haben das Boot geschnappt, sind losgefahren. Zum Glück war das Eismeer sehr ruhig. Das war eine tolle Tour, wir konnten richtig Gas geben. Und dadurch waren wir relativ früh auch in Herrenveen am Nachmittag, haben dort kurz gesprochen. Und sind dann gleich in unser Auto nach De Klink zurück, haben das zweite Auto durch abgeholt und sind dann mit zwei Autos zurück nach Deutschland. So haben wir in 24 Stunden das Boot in Herrenveen abgegeben zum Winterlager. Und ja, seitdem haben wir nichts mehr davon gehört und wir sind mal gespannt, was da alles jetzt noch passiert. Und wann wir das erste Mal wieder zum Boot fahren können und mal gucken, wie die Lage dort ist. Wir haben einige Reparaturen zu tun am Boot. Die wichtigsten Reparaturen ist die Tankreinigung und die Getriebegeräusche, die wir haben. Das muss bis zur nächsten
Bootssaison erledigt sein. Wir würden gerne noch ein Heckstarruder einbauen lassen, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Das ist einer Luxus. Wenn das nicht erledigt wäre, wäre das alles nicht so schlimm. Dann schauen wir mal, wie die nächste Saison so verlaufen wird. Also alles in allem muss ich sagen, für uns persönlich war das Jahr sehr gut. Wir haben unsere Arbeit, wir konnten jedes Wochenende ans Boot fahren, wir haben unsere Urlaube gemacht. Eigentlich muss ich sagen, war das alles ein akzeptables Jahr, trotz aller Umstände. Natürlich tut es mir leid für all die vielen, die ihren Job verloren haben, denen es nicht so gut geht. Und wir hoffen jetzt alle mal, dass für 2021, dass wieder sich alles normalisiert und dass wieder alle ihren Hobbys, ihren Arbeiten nachgehen können. Das war's von mir aus dem Jahre 2020. Und ich wünsche allen noch eine gute Zeit. Alle sollten gesund bleiben und wir hoffen jetzt auf die Impfung und dann sehen wir uns mit unseren Videos im Jahre 2021 wieder. Vielen Dank.